I thought it was you. Nice to see you, Dixon. It's been a while, Grandpa. 1 year, if my memory hasn't left me. Good to see you haven't kicked the bucket. Put a sock in it. Wait. Dixon. Dunban. You're the heroes who risked your lives a year ago in the battle to defend the colonies. What's a pretty young lady like you doing hanging around with this bunch of slackers? Dunban, Dixon. Thanks for helping out back there. I don't believe we did anything. He's right. Savior, thanks for that giant bird. What was that thing? A Telethia. A mystical beast that protects the sleeping Bionis. Though I've never heard of one ever venturing down to where us Homs live. Strange. A Telethia? So that's what it's called. A mystical beast that protects the Bionis. So, what's your plan from here? Follow that metal-faced machine, I presume? What else? He's gonna pay for what he did to Fiora. Well then, there's only one place he'd go. Galahad Fortress in Sword Valley. A year ago, those things were building a huge fortress, right in the valley. Tactically, it's an excellent location to launch attacks from. I feel there's a strong chance they've now finished building it. That would explain why both colonies were attacked recently. Sword Valley. The very place where we made our last stand 1 year ago. So it's settled. Bash down a fortress and smash some metal brains. Easy, Ryan. Shulk? There's somewhere else I need to go first. Well, what could be more important than... Wait, you saw another one. Saw what? What are you on about? These visions sound pretty handy. Well, out with it. What do you see? I was somewhere very high up. I was fighting at the peak of a huge tower. Fighting Metalface. I heard a voice. And then the Monado's power was unleashed. His armor instantly gave way. The Monado doesn't work on Metalface at the moment. But if that vision comes true... A tower, huh? Doesn't give us much to go on. Can you remember anything else from your vision? I remember... a huge horn. That's it. As I fought Metalface, I could see the Bionis head. Prison Island. Prison Island? I've never been. But I've heard of a black tower at the head of the Bionis. They say it was built by the ancient High Entia race. The High Entia are real. I thought they were a myth. I wouldn't blame you, son. An ancient race living at the top of the Bionis. It does sound crazy. But Bionis is home to all kinds of different people, not just us. That includes the High Entia. The High Entia, huh? I dismiss them as folklore as well. Never assume anything. Seeing is believing, right? Have you ever met one? Well, yeah. Wow. Dixon, man, you're just full of surprises. What can I say? I'm well-traveled. And it's all for your future. Day and night I've searched for new lands, met new cultures, and gained knowledge for our people. The life of a wandering old fool. A lonely one at that. Stop your whining. You do it because you enjoy it. And you make a tidy profit. Who asked you, Dunban? Well then, Shulk, what's it to be? We'll head there. There are alternatives. We could abandon the colonies, find a place the Mekon will not discover and live in secret. I realized something when we were fighting Zord. Wherever we go, they'll follow. We can't run from these things. We must fight on. I see. Then I am obliged to join you. You want to come with us? Scared I'll get hurt? No way. We know you're stronger than anything. Right, Ryan? You bet. I've recovered a great deal since we last met. And that miserly old coot over there made me this. Sharp.
Light. Perfect for cutting through steel. Show me a mechon and I'll slice it in two. I might not be in peak condition, but I'm useful. I can't thank you enough. We're in it together now. You can count on us, Dunban. Miserly old coot. That sword is forged from mechon armor. It's worth every penny. So you keep saying. If you want to go to the Bionis Head, you'll need a guide to get to the upper regions. We're at the bottom, so I guess the only way to go is up. Right. But we'll need to go up the lower back first. The lower back? Colony 6 is right at the top of the Bionis leg. So we'll have to head around the waist. Through a place called Sartol Marsh. Follow me. Ja, und damit willkommen zurück zu Xenoblade Chronicles. Wow, jetzt musste ich ehrlich 6 Minuten warten, um hier zu sagen, willkommen zurück. Aber genau deswegen mag ich die Xenoblade-Reihe. So viele Videosequenzen, so viele Zwischensequenzen und nichtsdestotrotz hat man immer noch genügend hier, um zu kämpfen, zu erleben und so weiter und so weiter und so fort. Das ist also wirklich eine riesengroße Welt und ihr könnt es ja auch sehen und ja, man sieht es ja auch in der Entfernung, wie groß das Ganze ist und das macht hier wirklich einiges aus und das ist wirklich beachtlich. So. Da haben wir wieder Aufgaben, die wir bewältigen könnten, um uns beispielsweise zu stärken oder. Doch erstmal will ich jetzt hier weiter. Wobei ich rein theoretisch noch massig Missionen habe, wenn ich das so sehe. Bein des Bionis ist ja auch noch einiges. Alles Andenken an den Sohn habe ich immer nicht gefunden, das letzte. Aber auch hier sind die Gegner schon wieder viel zu schwach für mich. Oh. Das wäre die zweite Abligon-Kröte. Ich hoffe, dass wir der Kolonie helfen. Also das hier ist eine Mission, die anscheinend aus der Kolonie kommt. Ach, falsche Taste. Kategorie vervollständigt. So, schade ist jetzt natürlich, dass wir Dunban nicht aktiv in der Auswahl haben. So, hier geht es glaube ich Richtung Kolonie 6. Ist nur eine Vermutung, muss man dazu sagen. Landeplatz. Vielleicht aber auch gar nicht so eine verkehrte Vermutung, dass ich hier erstmal hingehe. Dafür müsst ihr aber hier einiges an Platz schaffen. Gleitzanger. Machen wir erstmal den platt. Ja gut, das war jetzt nicht gerade so berauschend, aber egal. Also, das Monado, das wächst ja so mit der Stärke scheinbar. Du hast mir nichts zu sagen. Ich glaube, du wirst mich nicht angreifen. Das ist der Landeplatz. Und da kommen wir hier irgendwie hoch. Aber selber rein kommen wir nicht. In Kolonie 6. Schade. Müssen wir tatsächlich außen rum. Aber dafür bekommen wir hier andere Sachen, die wir so jetzt noch nicht hatten. Hier soll es ein Harmoniegespräch geben, aber ich glaube mal nicht, dass wir ja da die entsprechenden Grundvoraussetzungen geschaffen haben.
So, bei dem Elite weiß ich nicht, ob wir den machen sollen oder nicht. Sondernebula. Gleitzange. Ja, das macht keinen Sinn. Macht keinen Sinn, jetzt hier die Pferdescheu zu machen. Ich meine, wenn wir jetzt rein theoretisch hier einen Landeplatz, wo wir hinkommen. Hier sind wir immer noch in Kolonie 6 drin. Hier ist noch so viel zu entdecken. Hier ist sogar noch eine Aufgabe, sehe ich gerade. Wieso ist denn da eine Aufgabe? Komisch. Aber gut, dann gehen wir mal die Hüfte hoch. Was für eine Ironie. Und wollen hoch zum Kopf, der irgendwo da oben ist. Oh, natürlich ist der Kopf da oben. Ja, ich weiß. So, jetzt traue ich mich mal aber auch an diesen Nebula ran. Oh, schön getroffen. Ah, 510. Ja, der hat eine gute Verteidigung. So, dann heile ich mich mal. Widerstanden. Ja, ich... Oh, wir haben ihn zum Schwanken gebracht. Elementarfragment. Boah. Also, weiter die Hüfte entlang. Oder wo wir gerade sind. Irgendwie sowas. Das da macht mir gerade so ein bisschen Sorge. Was ist das da, Lilanes? Nebelweg. Oh, es ist ein Nebel. Okay. Ein nebliger Weg. Der Nebelweg. Jetzt sind wir in Feuchtgebiet. Ach, und hier geht es mit der einen Quest tatsächlich weiter. Jetzt muss man sich mal vorstellen, wie groß die Quest ist. Da würde man sich ja doof und dämlich suchen, wenn man da nicht die Hilfe hätte. I've never seen anywhere like this. You see? This is why I've been saying you need to get out of the lab every now and then. We're aiming to get inside the Bionis. We can get to the upper regions from there. Wow. I've never thought about going inside the Bionis. The closer we get to the top, the more monster trouble we're gonna run into. The only things I venture this far in are the Nopon merchants. And curious types like me. You really know all the fun spots, eh, Dixon? You want to get to the top? Then this is the only way. We'll push on, no matter what. That's the spirit, Shulk. So. Mal schon die ersten Säuretecher. Ist das hier auch Säure, wo ich dann reinrenne, oder? Ich glaube, ich greife mal einen an. Na komm. Säure. Ach, Säure. Täuscher. Na komm, weg ist er.
Und draufschlagen. Und schön von hinten. Wunderbar. Was gibt's denn hier alles zu sammeln? Nur um das mal ganz kurz zu sehen. Boah. Das ist schon ein bisschen mehr. Gut. Liebe Leute, dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Part wieder. Ich bedanke mich schon mal ganz herzlich für eure Aufmerksamkeit, fürs Zuschauen, für den Daumen nach oben, fürs Abo oder was auch immer ihr vielleicht gerade vorhabt, fürs Dislike. Keine Ahnung. Sage bis zum nächsten Mal und ja, ich bin euer Tro, haut rein. Tschüss.